Homeless hat ein neues Video hochgeladen. Mensch vs. Beast, das interessiert mich. Was gucke ich gerade? Australien, der oft vergessene Kontinent am Rande der Welt, den irgendein armer Kerl mal entdecken musste, nur um festzustellen, dass 95% der Tiere dort ihn töten können. Boah, deswegen habe ich Angst vor Australien, Walla. Ich finde Australien eigentlich so cool, ich würde da unbedingt gern hinreisen, aber diese Videos, wo jemand in Hotel chillt und da plötzlich ein Skorpion unter seinem Bettlaken ist, darauf habe ich keinen Bock, Chat. Ich habe mal ein Video gesehen, da kommt aus Toilette Schlange und so. Was? Hä, wieso kommt aus Klo Schlange raus, Bruder? Nope. Falls du in Australien mal mittags auf die Straße läufst, kann es sein, dass sich irgendein Tier mit deinem anderen Tier prügelt. Du gehst in Australien ins Gym, neben dir trainiert gerade ein muskulöses Känguru für den nächsten nationalen Känguru-Boxkampf. You win! Kängurus wollen in dein Haus einbrechen. Yo, guck mal, wie creepy das ist. Das sind echte Aufnahmen, Chat. Die laufen einfach manchmal vor dein Haus und so, denen geht's nicht gut. Kängurus lassen dich nicht in Ruhe Fahrrad fahren. Ich sollte lieber nachts nach Hause fahren, da finden mich die Kängurus bestimmt nicht. What the fuck, aber wieso sind die so? Vielleicht stehst du auch eines Tages auf und der ganze Himmel ist plötzlich rot geworden, weil ganz Australien brennt. Oder du alle Miniboss in deiner Stadt besiegt hast und der finale Endboss von Australien jetzt oben auf einem Vulkan auf dich wartet und gegen dich kämpfen will. Die Tiere sind Gott sei Dank sehr hart. Boah, ich liebe Koala-Bären. Ich liebe Koala-Bären, Faultiere, Pandas. Wirklich, die sind fresh. Harmlos. Hier reiten giftige Frösche auf einer tödlichen Python. Allein auf diesem Bild sind 930 Tiere zu sehen, die dich töten können. Dieser Lizard hier hat den Minecraft... Yo, guck mal, wie cool der aussieht. Deswegen liebe ich Reptilien-Chat. Als Kind, ich wollte immer schon mal eine Schlange, obwohl ich Angst hatte, dass sie mich erwürgen könnte. Status-Effekt Dawn 1000. Und vergiss bloß nicht vorher einmal zu spülen, bevor du dich auf die Toilette setzt. Ihr wisst schon, Schlangen. Habt ihr gesehen? Einfach aus Klo kommt eine Python. Und ist eine Schlange einmal irgendwo in deinem Haus verschwunden, fucke lieber dein ganzes Haus ab. Sogar die Bäume in Australien sind gefährlich, weil sie wortwörtlich immer brennen. Tornados gibt es hier natürlich auch. Und wenn sie nicht gerade aus tödlichem Feuer bestehen, sind sie so... Boah, aber was ich auch sehr gruselig finde, in den USA, Dings, Texas. Oh mein Gott, Chat, Texas finde ich schon sehr gruselig. Diese ganzen Tornados und so, die da immer zustande kommen, was ist das? Groß, dass man darauf zulaufen will, um ein Video davon zu machen. Absolutely. Seit Jahren machen sich die Leute im Internet darüber lustig, dass Australien dauernd kopfüber ist. Und ja, Gravitation in Australien... Texas hat richtig den weirden Vibe und die Häuser sind gebaut aus Pappe. Australien existiert tatsächlich. Um sich vor den Millionen tödlichen Tieren auf dem Boden zu schützen, haben die Leute gelernt, in der Luft zu gehen. Doch gehen wir ein bisschen zurück in der australischen Geschichte voller Kängurukämpfe und Riesenkrokodile. Dann gelangen wir zu einem Tag, der die Menschen... Das Ding ist, das Video ist so unterhaltsam, weil er eigentlich manchmal Facts droppt, aber auch so Scheiße labert und das so ein Misch von Fakten und Scheiße labern, das finde ich schon irgendwie witzig, dass das cool rübergebracht. Zeit für immer verändern sollte. Wir schreiben das Jahr 1932. Der Erste Weltkrieg ist schon lange vorbei. Und Kriegsveteranen lassen sich nieder im Westen Australiens. Jawohl! Freiheit! Der australische Staat ordnete den Veteranen Land zu und gab ihnen Jobs, um Geld zu verdienen. Los, an! Minecraft-Angst. Alles klar, Chef. Die große Depression herrscht auf der Welt. Ein Wirtschaftscrash an der Börse. Weizen anzubauen ist somit wichtiger denn je. Und die Kriegsveteranen kommen mit ihren Farmen gerade so über die Runden. Einer der Farmer war Major G.P.W. Meredith. Er war Kriegsveteran. Und auch er ließ sich in den letzten Jahren seines Lebens auf einer Farm nieder. Hey, yo. Weil ich kann gerade nicht einschätzen, was stimmt und was nicht stimmt. Ich will das... Ich hab Angst. 1. November. Meredith stand auf. Er blickte auf seine Farm. Ab jetzt stimmt alles. Sicher, Surpino, verarschst du mich nicht? Safe? Also wir können das für voll nehmen als Fakten. Ja, ich kenne das Video. Okay, Tom. Seine ganze Ernte wurde vernichtet. Seine Zäune waren durchbrochen. Ey, wenn er gleich sagt, dass das ein Känguru war oder so, Bruder, dann weiß ich, wenn das stimmt. Welches Monster würde es wagen? Er sah auf den Boden und hob etwas auf. Hielt es in die Luft. Es war eine Feder. Meredith ging zu zwei seiner Freunde. Kriegsveteran Sergeant McMurray und den Sergeant McMurray. Waffenmeister J.O. Halloran. Er erzählte ihnen von dem, was er auf seiner Farm entdeckt hatte. Feder! Und so machten sich die drei auf den Weg zum Verteidigungsminister der Stadt und baten
Was ist das für ein random Shit? Um Hilfe. Es gibt ein großes Problem. Wir brauchen eine Waffe, am besten eine starke, wie die Lewis Gun hier und 10.000 Patronen an Munition. Viel Glück. Die drei kehrten zurück zur Farm mit einer Waffe und einem neu dazugekommenen Kameramann, der das Vorhaben der drei dokumentieren sollte, um später daraus einen Propagandafilm für das australische Militär zu machen. Und so stolzierten alle vier Männer über die hohen Felder der australischen Savanne. And in order to get close. Hey Chat, die haben echt diesen Strauß gesucht. What the fuck? Guck mal, das sind die echten Aufnahmen. Das ist nicht mal ein Spaß. Bruder, was ist hier los? To the main body. Jeder, bis auf die Zähne bewaffnet, lauerte im Busch und hörte der australischen Wildnis zu. Und plötzlich, 50 Meter entfernt, eine riesige Horde an gefiederten Emus bewegte sich langsam über die Felder. In der Ferne waren noch mehr zu sehen. Sie waren Tausende. Den Männern blieb nichts anderes übrig, als sich mit der Waffe aufzustellen und zu schießen. Zu schießen, als ob es keinen Morgen gäbe. Ey, das, niemals stimmt das. Niemals im Leben ist... Was passiert hier gerade? World of Warcraft Raid, oder was? Doch die Emus konnten rechtzeitig fliehen vor den tödlichen Patronen der Lewis. Aber sie gaben nicht auf. Für die mutigen Soldaten war es noch lange nicht vorbei. Sie erstatteten dem Verteidigungsminister Bericht. Und am gleichen Tag sollte er beginnen. Der erste und offizielle australische Emu-Krieg 1932. Okay, was zum Teufel sind Emus? Emus können bis zu 2 Meter groß werden und mit... Wusstet ihr, dass die eigentlich voll stark sind? Guck mal, manche Leute unterschätzen die, aber sollst du jemals in eine Situation kommen, dass du in Australien bist und denkst, du bist Texas Ranger, leg dich nicht mit denen an. Einmal Fuß in dein Gesicht, du fliegst 10 Kilometer und hast Knickbruch. 50 km/h schneller laufen, als der schnellste Mensch der Welt rennen kann. Sollte dich ein Emu jemals angreifen, hast du folgende Möglichkeiten. Möglichkeit 1, sterben. Emus bewegen sich immer in Horden, haben Füße wie ein Tyrannosaurus Rex. Die sind wirklich gefährlich, ich mach keinen Spaß, Chat. Ist Kreidezeit und machen beim Paaren Geräusche wie ein kaputter Motor. Mit Emus ist also nicht zu spaßen. Die drei Soldaten merkten, dass sie keine Chance gegen die Emus hatten und so forderten sie Hilfe an. Der Verteidigungsminister erblickte den Ernst der Lage und so befahl er der königlichen australischen Artillerie, den drei Soldaten beim Emus-Töten zu helfen. It seems the tables are turned. Oha, es gab 1932 echt in Australien ein Emu-War. Also das stimmt, Chat, was wir gerade gucken, ist einfach eine wahre Geschichte. Die hatten einen Krieg mit Emus. So kehrte die größere 30-Mann-Truppe zur Farm zurück, bewaffnet mit Kanonen, Gewehren, Pistolen, Granaten und Schwertern, um gegen Emus zu kämpfen. Einer solle sogar einen Bumerang dabei gehabt haben, um sich gegen die Emus zu wehren. Du Vollidiot! Der Emu-Krieg sprach sich außerdem rum im Dorf und die ersten Zeitungen fingen an, von dem Vorhaben zu berichten. Erster Schuss im Emu-Krieg. These are some of the unfortunate farmers whose wheat crops. Er macht das aber auch richtig unterhalten. Ich muss aber sagen, die Geschichte ist auch richtig verstörend. Was, what the fuck? Have been trampled down by hordes of emus. Die ersten 50 von der mittlerweile 20... Ey, ich sag euch ehrlich, ein Lifehack, wenn ihr in der Schule irgendein Referat über etwas halten müsst, was in der Geschichte schon mal vorgekommen ist, macht darüber einen Vortrag. Ey, jeder wird sich kaputt lachen, Chat. Doris Lachkick. 10.000 gezählten Emus, die das Dorf terrorisierten, wurden gesichtet. Meredith hatte einen Plan. Wir schleichen uns von hinten an die Emus ran und schießen ihnen in den Rücken. Und so wurde der Hinterhalt inszeniert. Das Ziel wurde erfasst und die mutigen Soldaten schossen los. Komplett erbarmungslos versuchten sie, so viele Viecher wie möglich in die Emu-Hölle zu schicken. Ein paar von den 50 wurden getroffen. Doch dann erstarrten die Soldaten nach und nach. Die Emus liefen nach einem getroffenen Schuss einfach weiter. Emus konnten nämlich durch ihre Federn und die dort unterliegende Fettschicht bis zu 10 Patronen einstecken. Yo, 50 Cent Emus! Das ohne Probleme. 10 perfekte Schüsse also, um ein Emu zu töten. Kranker Scheiß, wie OP sind die? Also die müssen doch einmal ein bisschen genervt werden. Sonst wirklich, da braucht man neue Patchnotes. Bei einem Vogel, der 50 km/h rennen kann oder ein perfekter Kopfschuss. Was zum Teufel? Der erste Niederschlag. Gerade mal 3 tote Emus von 20.000. Die Lage sah schlecht aus. Und dann kam den Soldaten eine neue Strategie. Man befestigt die Lewis Gun auf einem Auto und kann somit die Emus verfolgen und aus der Nähe töten. Fahren durch die Emu-gefüllte Savanne von Westaustralien schafften die Soldaten es schließlich. Wusstet ihr, dass sogar, ich glaube, Geparde oder Tiger und so, die haben sogar Angst, einzeln Strauße anzugreifen? Wusstet ihr das? Actually, die haben Angst und die gehen dann in Dreiergruppen auf die los. Sich ein paar Emus zu töten.
führten, auch wenn diese enorm schnell war. Die Lage schien nicht schlecht. Doch dann drehte sich einer von den Vögeln plötzlich um, lief auf das Auto frontal zu und rannte es lang unter die Räder und sorgte dafür, dass das Auto mit voller Wucht gegen einen naheliegenden Zaun crashte. Durch den Emu, der sich für seine Freunde opferte, konnten die anderen fliehen und die Soldaten kehrten verwundet zurück, während man gleichzeitig mehr als 2500 Eigentlich voll traurig für die Emus. Damals. Wisst ihr, die waren einfach in ihrer chilligen Natur und wurden auseinandergenommen. Volle Patronen verschoss. Was eine Verschwendung, dachte sich der Verteidigungsminister und zog die Artillerie wieder von den Farmern ab. Auch die lokalen Zeitungen machten sich über die Soldaten lustig, die es nicht schafften, ein paar harmlose Emus zu töten. Das ganze Dorf sympathisierte plötzlich durch die Abstrusität der Geschehnisse mit den Emus und die Soldaten wurden zahlreich verspottet. Ihr seid scheiße! In der nächsten Stadtversammlung schlug der Premierminister spöttisch vor, jemand solle den Emus doch Medaillen für ihre Tapferkeit verabreicht. Die Emus sprachen außerdem die restlichen Zäune auf. Und nach langer Zeit konnten Hasen wieder auf die Felder laufen und richteten somit noch mehr Schäden auf den Farmen an. Hier merkte der Verteidigungsminister, dass die Lage doch etwas ernster ist. Die Emus waren überall, egal wo man hinsieht. Eine neue Angriffstruppe wurde den Soldaten zugeordnet. Mehr Waffen. Bruder, sogar Kratos ist dabei. Mehr Patronen. Hauptsache, die Emus verschwinden aus dem Dorf. Und so kam es am 13. November zu den finalen Tagen vom Krieg. Die Soldaten warteten auf die vom Norden vorbeikommenden Emus. Sie lagen angereiht auf dem Boden der dürren Felder. Junge, ihr müsst euch vorkommen, das ist vielleicht lustig verpackt, aber die Story stimmt angeblich wirklich. Das ist eine wahre Story-Chat. Die Menschen hat einfach Krieg mit Emus, what the fuck? Meredith war diesmal vorbereitet und unter seinem Kommando wussten die Soldaten genau, was sie machen mussten. It's so far away. It's so far away. In den kommenden Wochen erlegten die mutigen Helden täglich eine Vielzahl an Vögeln. Der Plan schien endlich aufzugehen. Doch auch die Emus lernten dazu. Mehrere Soldaten berichteten, dass sich die Emus in kleinere Gruppen aufgeteilt haben, wovon jede Gruppe einen Anführer hatte, meistens mit schwarzem Gefieder. Ja, die Emus haben ja die ganzen Ernten zerstört und so. Ja, aber trotzdem, Bruder, das ist doch deren natürlicher Lebensraum. Das ist doch ihre Basis. Guck mal, an und für sich, ich will das Thema jetzt gar nicht breit treten, aber Walla ist eigentlich so traurig, dass eigentlich überall, wo wir leben, wir den natürlichen Lebensraum von irgendwelchen Tieren kaputt gemacht haben. Das ist ja eigentlich faktisch gesehen so. Dieser Vogel stellte sich auf Erhöhungen und guckte den anderen Emus dabei zu, wie sie die Ernte zerstört, während er Wache hielt und mit Hilfe von Schreien vor ankommenden Soldaten warnte. What the fuck, wie smart sind die, Chat? Jemand ist Schmiere gestanden. Die Ernte zerstört, während er Wache hielt und mit Hilfe... Guck mal, ey, wie creepy das auch sind. Die wollten unbedingt diese Leute loswerden, glaubt mir. ...von Schreien vor ankommenden Soldaten warnte. Das Emu-Töten ging also nur langsam voran. Ein Soldat klebte aus purer Langeweile vom Warten mehrere Bilder... Ey, das wäre der krasseste Prank des Jahrhunderts, wenn er am Ende sagt, jeder, der mir bis jetzt geglaubt hat, ist der größte Schwachkopf. Stellt euch vor, Chat. Das wäre wirklich Plot-Twist seinem Vater, wenn gleich am Ende das gesagt wird. Zu einem Foto von einem Emu-Soldaten zusammen. Meredith erstattete schließlich Bericht, völlig erschöpft von den letzten Wochen des Krieges gegen die Emus. Er berichtete, dass er mit seiner Soldatentruppe von 20.000 Emus ca. 986 getötet hatte. Im Gegensatz wurden über 10.000 Patronen verschossen. Das Parlament entschied am gleichen Tag noch, dass die Krieg gegen die Emus offiziell als verloren erklärt wird. Und so entstand der legendäre Satz, hätten wir eine Militärdivision von der gleichen Widerstandsfähigkeit gegen Schüsse wie diese Vögel, dann würden sie gegen jede Armee der Welt bestehen. Danach wurde ein Bounty-System eingeführt. Kopfgeld wurde auf die einzelnen Emus gesetzt und jeder Farmer, Soldat oder Bürger vom Dorf konnte sich Geld verdienen, indem er ein Emu erlegte, damit auch jeder kleine Junge Hilfe! Und jede Frau anfängt, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Das war tatsächlich ziemlich erfolgreich, doch die große Horde an Emus, die mittlerweile anfing, sich zu vermehren, konnte nicht aufgehalten werden. Australien litt die nächsten Jahre sehr stark unter den terrorisierenden... Australiens Geschichte ist sehr emotional. Oh no, Dr. Phoenix. Badumtsch. ...den Emus, welche die Farm immer weiter zerstörten. So sehr, dass das Dorf nach einigen Jahren komplett von den Emus vernichtet wurde. Erst 10 Jahre später arbeitete man an einer Lösung. Ein 250 Kilometer Zaun. Aus Eisen.
sollte quer durch das Land gezogen werden, damit die Emus nicht mehr in die Nähe der Siedlung kommen konnten. Und so wurden die Emus immer weniger ein Problem. Doch die tiefe Narbe, die dieser Krieg in der australischen Geschichte hinterlassen hatte, würde man niemals loswerden. Miskin. Und durch diesen Krieg ist es heute gang und gäbe, dass man bei jeder Diskussion im Internet mit einem Australier, sobald man keine Argumente mehr hat, schreibt: Hey, aber habt ihr nicht damals im Krieg gegen die Emus verloren? War da nicht was? Dieser Post wurde erstellt von der Emu-Gang. Australien? Emus? Emus? Wer würde gewinnen? Australische ausgebildete Soldaten mit Gewehren und Großkaliberwaffen? Emus. Unter gefühlt jedem zweiten. Wie haben die das verloren, Chat? Ich bin so schockiert. Die Emus haben einfach Australien zerfetzt. Junge, wie heftig ist das? Menschen mit Waffen, Chat. Menschen mit Waffen. Video, wo Emus drin vorkommt, steht außerdem drunter: Emu War, Emu War, Emu War, Emu War. Und heute, in 2023, hat man die Emus unter Kontrolle. Sie stellen keine wirkliche Gefahr mehr für die Menschheit dar. Bis vor 2 Jahren, als Emus anfingen, ein kleines Dorf in Australien zu terrorisieren. Ein Vogel soll einen Rentner bedroht haben. Ein neuer Vogel soll ein Pärchen angegriffen und verfolgt haben, sodass die beiden sich in der Garage verbarrikadieren mussten. Und auch die Emus entwickeln sich weiter und lernen Werkzeuge zu benutzen. Und wer weiß, vielleicht werden wir in ein paar Jahren dazu gezwungen. Stellt euch vor, Emus mit Waffen, Chat. Emus mit Waffen, das wäre zu OP. Werden Emu zu sprechen, weil die Menschen in den hohen Machtpositionen von Emus gestürzt worden sind. Verbreitet die Nachricht. Macht euch bereit für die Revolution der Cyborg-Emus. Ja.